Ja, schönen guten Hallo? Tag, Laura. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Hallo. Hallo? Die Ja, Verbindung hallo. scheint schlecht zu sein. Jetzt Jetzt kann hören Sie ich Sie mich? Das hören. Wer ist da bitte? Wir sind von der Tierschutzorganisation. Ja. Und zwar geht es darum, dass Sie vor einigen Tagen online angegeben haben, bei einer Online-Umfrage, dass Sie Tieren ganz gerne eine zweite Chance schenken möchten. Ja, Und das daraufhin tue melden ich sich. schon mein ganzes Leben lang. Ja, Ja, schön. Sie auch. Natürlich, ich habe immer Hunde bei mir zu Hause gehabt. Ah, das ist großartig. Also bei mir hat das ja im Prinzip irgendwann mal mit so den ersten Hamster angefangen. Und dann habe ich ja im Prinzip, ja, man muss ja schon sagen, zum Leidwesen meiner armen Eltern, ich habe ja im Prinzip alles nach Hause gebracht. Und das geht ja bis Immer heute alle so Tiere weiter. gesammelt, Ja, hatte nee, ich. ja nicht gesammelt im Sinne von haben, sondern im Sinne von, die müssen ja irgendwo hinkommen. Weil wenn da draußen irgend so ein Igel rumläuft, dann hat er sich ja mit großer Sicherheit verlaufen. Oder, sag ich mal, da habt ihr mal vom Nachbarn das Chamäleon aufgenommen. Das ist ja im Prinzip weggelaufen gewesen. Na, ob das so lange in der freien Wildbahn überlebt bei uns in Deutschland, Ja, ne? das kann sich ja sehr gut anpassen. Ja, Nicht von den wahr? Temperaturen her ist er bei uns nicht ganz so Ja, das zufrieden, könnte denke erklären, warum sich das hauptsächlich im Prinzip ja im Waschraum aufgehalten ich. hat. Herr Eulenkopf, passen Sie auf, Ja. haben Sie Interesse an so einer Tierpatenschaft? Ja, was haben Sie denn abzugeben? Also am besten Wir haben wäre gar das, nichts wenn das abzugeben. kompatibel zu Meerschweinchen und zu Ratten werden. Das habe ich momentan mehrere. Nein, sowas vermitteln wir nicht. Also am Telefon werden sowieso keine Tiere vermittelt. Wir sind auf der Suche, wie gesagt, nach aktiven Spendern, die unsere Tiere mit einer Spende unterstützen können, um die Tiere in Not zu helfen und zu unterstützen. Kommt sowas überhaupt für Sie in Frage? Was betreuen Sie denn für Tierchen? Also Sie könnten eine Partnerschaft für Hunde oder für Bären abschließen. Für Bären, für diese Bären. Großen aus Russland. Nicht direkt aus Russland, aus der Ukraine. Und Ukraine gehört ja mittlerweile schon zur EU, ne? Ja, und was da mit den Bären? Müssen die Das da sind die tanzen? Tanzbären. Ja, leider ja. Ne? Und die Ja. versuchen wir da rauszuholen. Auch nachhaltig die Menschen darüber aufzuklären, dass das nicht so weitergehen kann. Wir Interessiert die das unterstützen. überhaupt? Das gehört da ja zur Kultur bei denen. Das ist ja Ja, so, wie wenn man dem Deutschen, sag ich mal, die Bildzeitung wegnimmt. So sind für die Leute da ja die Tanzbären. Lassen die das mit sich machen? Dadurch, dass wir die Menschen aufklären, auf jeden Fall, wir unterstützen sie halt auch nachhaltig im Prinzip da drinnen, dass die Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Das ist uns halt ganz Die wichtig, weil sonst rennen die Bärenkinder. natürlich los und holen sich den nächsten Bär, ne? Und das ist nicht das, was wir unterstützen möchten. Ja, Wir also Sie versuchen, dass sie. versorgen dann im Prinzip die Kinder von den Bären. Nein. Das haben Sie Also, doch Herr. gerade gesagt. Nicht die Kinder, die Familien, die Kinder von den Familien, die diese Tanzbären halten. Ach so, ich Ne? habe gedacht, Sie kümmern sich um Bärenkinder. Wenn da Kinder mit dabei sein sollten, werden die auch mit gerettet, ganz genau. Ja, und wie machen Sie das? Man kennt das ja so aus dem Fernsehen, die mit den Schiff, die da die Japaner angreifen. Gehen Sie dann dahin und holen die da raus? Oder wie funktioniert das? Nein, es fahren gewisse Menschen von dem Tierschutz dahin und bringen die Tiere dann hier nach Deutschland teilweise auch. Wir haben in Müritz hier in Deutschland einen großen Bärenwald angelegt, wo die Bären dann in vernünftigen Umständen leben können, also nicht mehr in Gefangenschaft leben. Ne? Und ja, und geben die Leute die denn einfach raus? Ich kann mir das nicht vorstellen. Teilweise kaufen wir die raus, genau, und sorgen halt, wie gesagt, auch für die Kinder, deren Familien, für eine gute Ausbildung, weil das ist natürlich für die immer noch der
die Haupteinnahmequelle im Prinzip. Und wir versuchen das alles nachhaltig auch zu ändern, ne? Ja, dass sie bilden dann quasi die jungen Bären aus. Was lernen Wir die bilden denn? gar keine aus. Wir bilden niemanden aus. Wir bringen sie einfach nur in einer vernünftigen Umgebung unter, dass sie nicht mehr gequält werden und als Kampfbären gehalten werden. Ja, das haben die ja im Prinzip auch nicht verdient. Die haben ja keinem was getan. Das ist ja genauso mit den Ratten. Die werden ja immer so verteufelt, nur weil das da mal diese Pestpandemie gab. Ich meine, das kann ja jeden mal passieren. Und die wollen die heute ja immer noch ausrotten. Ich habe ja im Prinzip momentan 16 Stück, aber das eine ist, Muttertier ist schon wieder schwanger. Also, Ja, da haben Sie ja viel Freude dabei. Ja, das ist ja im Prinzip mein Leben. Also, da kann man morgens aufstehen und abends ins Bett gehen und dazwischen dreht sich alles um Ratten. Möchten Sie mal ein paar Bilder sehen? Weil mich würde da schon, sag ich mal, die Meinung von der Fachfrau mal interessieren, weil ich versuche das ja immer artgerecht zu machen. Ich schlafe ja inzwischen im Wohnzimmer, damit die da genügend Freiraum haben. Es gibt natürlich einen Unterschied, ob Sie Farbratten haben oder natürlich andere Ratten, die häuslichen Ratten, die immer mal kommen und was klauen. Ja, bei mir müssen die ja nicht mehr klauen. Das ist ja der Sinn der Sache. Die kommen quasi und die bleiben dann auch. Dann fühlen Sie sich also wohl bei Ihnen, ja, Herr Eulenkopf? Ja, ich gehe schwer davon aus. So, Herr Eulenkopf, ich wünsche Ihnen alles Gute. Es war ein ganz nettes Gespräch mit Ihnen. Ja, was ist jetzt mit den Bären? Möchten Sie denn unterstützen? Ja, wenn Sie mir mal sagen, wie das alles funktioniert, weil es klingt so, als würden die dahin fahren und die entführen. Und das kann man ja nicht unterstützen. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe Ihnen das schon erklärt, dass die Menschen, wo die Bären leben, aufgeklärt werden, dass die Menschen, dass sie nicht so gehalten werden dürfen. Ja. Ist das denn gefährlich, dahin zu fahren? Unterschiedlich in der Ukraine, ne? So ganz sicher ist das da ja alles nicht, aber es ist bis jetzt noch nichts passiert. Ja, und wie, was, ja? Weil ich meine, das ist ja nicht nur in der Ukraine, das gibt's ja auch bei den Russen oben. Was ist denn mit den Bären? Mit Russland haben wir keine Übereinkunft. Ja, die sind ja manchmal schon ein bisschen dickköpfig, was ihre Sachen angeht. Der Putin, der macht das schon. Ich hat jeder so seine Einstellung, ne? Ja, also ich habe einen Freund, der arbeitet im Prinzip bei der russischen Botschaft. Der ist da der Reinigungsmann. Wenn Sie möchten, kann ich da ja mal anfragen. Vielleicht kann man da ja Kontakt herstellen. Ich denke, das macht Tierpfoten schon ganz gut. Die holen sich da die Kontakte. Herr Eulenkopf, ich würde Sie einfach bitten, dass Sie dann einfach nochmal bei uns auf die Seite vom Tierpfotenkopf schauen und dann können Sie sich darüber nochmal ganz in Ruhe informieren. Das dauert hier alles sehr lange. Ja. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch alles Gute für Sie, ja? Wollten Sie denn jetzt im Prinzip so ein Foto von den Ratten mal sehen? Nein, vielen Dank, Herr Eulenkopf. Das ist sehr schade. Es hätte mich, Ihre Fachexpertise hätte mich sehr interessiert, weil es ja im Prinzip nicht, dass das irgendwann mal Probleme gibt. Weil die eine ist ja mal weggelaufen. Herr Eulenkopf, ich wünsche Ihnen alles Gute, ja? Ich muss auch weiterarbeiten. War ein sehr nettes Gespräch. Ja, wie lange müssen Sie denn arbeiten? Das hat sie einfach aufgelegt.